Seid gegrüßt ihr da draußen und damit heiße ich euch natürlich wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ganz so neu ist das Video tatsächlich nicht, muss ich eingestehen, denn es handelt sich hierbei wieder um ein Reload, also um ein Video, welches ich nochmal neu aufarbeite, mit einem Audiokommentar versehe und an dieser Stelle hoffe ich, dass ihr das Ganze honoriert, dass euch das gefällt und dass ihr da weiterhin Bock drauf habt. Und wenn das so ist, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, denn es ist auf alle Fälle eine Menge Arbeit hier, die ich da reinstecke, jedes Video einzeln aufzuarbeiten und das kostet eine Menge Zeit und vor allem auch Nerven. Bleibt jetzt auf jeden Fall eingeschaltet, denn es geht weiter vorwärts und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute haben wir uns ein bisschen rausgewagt aus der Stadt Richtung Westen, genauer gesagt in das südliche Sachsen-Anhalt, fast schon Thüringen könnte man meinen. Wir wollten uns dort eine Villa anschauen und haben zufällig dann dieses Gebäude hier entdeckt. Allerdings war dann die Freude über den Fund größer als dann die Informationen, die tatsächlich dabei rumkamen. Aber das weiß man ja hinterher leider nie. Das Gebäude ist vermutlich irgendwas um 1900 gebaut, denn es gibt keine Eintragung oder irgendwas. Es gibt eine Objektnummer und ich weiß, dass es sich um ein denkmalgeschütztes Objekt handelt. Eine dreietage Villa, irgendwas so in der Gründerzeit gebaut, steht vermutlich seit etwa 25 bis 30 Jahren leer. Zustand ist, ja, DDR, kann man schlichtweg einfach so sagen. Der Volksbund spricht hier von einer Stadtvilla. Die Frage ist, Stadtvilla, was ist die Definition für Stadtvilla? Handelt es sich hierbei um eine Villa, die in der Stadt steht oder um eine Villa, die die Stadt selber genutzt hat, also der Bürgermeister oder vielleicht sogar die Stadtverwaltung oder beides? Ja, das ist auf alle Fälle nicht bekannt. Und da seid ihr wieder gefragt, wenn ihr da Informationen habt rund um dieses Gebäude, wer hat es gebaut, wer wohnte da drin und so weiter und so fort, dann immer raus mit der Sprache, haut in die Tasten und schreibt das mal in die Kommentare, da sind wir euch auf jeden Fall sehr dankbar. So wenig wie wir im Internet gefunden haben, genauso wenig haben wir auch vor Ort finden können. Im Keller stand im Prinzip nichts und im Gebäude selber stand auch nichts außer Müll, Unrat. Es war im Prinzip kein einziges Fenster mehr ganz und ganz oben angekommen stellte sich dann raus, dass das Gebäude doch stärker beschädigt war als zuerst gedacht, denn unten wirkte die Substanz recht stabil, recht robust. Oben allerdings kam es dann trotzdem schon zu einem Deckendurchbruch und wir waren überrascht, dass da der in dem Raum stehende Ofen noch nicht geflogen kam, der dann wahrscheinlich irgendwann in der Zukunft geflogen kommt oder schon geflogen kam, denn das Video ist ja schon jetzt ungefähr 3 Jahre alt. Es entstand 2016, damals noch mit unserer GoPro und da sind wir auch beim nächsten Thema, die GoPro. Ja, wie sind denn eure Erfahrungen mit einer GoPro? Also unsere Erfahrungen waren zu Beginn gut und dann eher schlecht. Die Performance war geil von dem Gerät, wir hatten damals mit einer Hero 3 Plus oder Silver gefilmt. Das Gerät selber war geil, wir konnten ziemlich lange filmen, es war klein, man hat viel drauf bekommen. Allerdings gab es keine Bildstabilisierung und die Performance bei Lowlight und schlechter Belichtung oder künstlichem Licht war miserabel. Sobald man mit der GoPro allerdings draußen irgendwo gefilmt hat, bei Tageslicht, war es einfach ein Genuss, mit diesem Teil zu filmen. Wir sind dann später umgestiegen auf eine Sony FDR-AX33, also einem 4K Camcorder, der in der höchsten Auflösung bei 25p 4K aufzeichnet und das bei 100 Mbits pro Sekunde. Das ist schon richtig was wert und man merkt dann auch deutlich den Unterschied. Auch Fotos waren mit der GoPro immer ein Graus, denn dadurch, dass die optische Bildstabilisierung fehlte oder auch die digitale oder wie auch immer, es fehlte halt einfach komplett, waren von 10 Bildern 8 verschwommen. Und das war immer ein bisschen schade. Mit unserem heutigen Camcorder können wir auch recht gute Bilder aufnehmen, wirklich sehr farbintensive, echte Bilder, ohne groß nacharbeiten zu müssen und das hat sich auf jeden Fall gelohnt, da umzusteigen. Aber wie sind da eure Erfahrungen mit GoPro und anderen Herstellern? Mit was filmt ihr und warum seid ihr umgestiegen? Und ja, lasst uns da auf jeden Fall mal einen Kommentar da und schreibt mal, was ihr da so nutzt. Das soll es dann nun auch schon gewesen sein zu diesem Video, zu dieser kleinen Villa zu diesem dreietagigen Anwesen. Leider gab es nicht viel zu sehen oder herauszufinden, schade eigentlich, aber dennoch wollte ich euch das Video natürlich nicht vorenthalten und ich hoffe, ihr honoriert das mit einem Daumen nach oben und vielleicht sogar mit einem Abo, wenn ihr Bock habt auf mehr. Wenn ihr mal auf unseren Kanal schaut und auf die Rubrik Playlists geht, da werdet ihr feststellen, dass es nicht mehr 4-5 Playlists gibt, sondern wir werden das Ganze jetzt in Zukunft unter Staffeln speichern. Das heißt, ihr habt dann dort die Möglichkeit, auf Staffel 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort zu klicken und dort erlebt ihr dann immer eine bunte Mischung, bestehend aus 20 Folgen je Staffel, wo ihr euch alles anschauen könnt, hintereinander weg. Vom Wohnhaus über die Villa bis hin zum Krankenhaus, über Fabriken und so weiter und so fort. Da ist alles Mögliche vertreten. Also schaut da auf jeden Fall mal rein, das lohnt sich. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich noch mit einigen Bildern zu der hier gezeigten Villa. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen. Bis bald!